Cringe. Ja, Leute, richtig, das ist ein normales Video von mir. Es fängt wieder krank unangenehm an und es geht krank unangenehm weiter. Thomas, mit Abstand einer der cringigsten Leute, die ich überhaupt kenne. Es war genau das, was das Ganze nochmal bestätigt hat. Hat sich heute auf Reddit rumgetrieben, meine Freunde, wie auch sonst so. Ich habe das Gefühl, als würde Thomas gar nicht mehr arbeiten. Ich glaube, der ist nur noch auf Reddit, Leute. Jedenfalls ist es so, dass Thomas sich tatsächlich in einem bestimmten Reddit... Thomas, wie hieß das Reddit? Cringe Picks rumgetrieben hat und dachte, hey, guck mal, Rebi, das sind lustige Sachen, schau da mal rein. Und ich dachte mir, hey, das ist lustig und ich mach das jetzt. Ich habe da irgendwie Nüschenschwiegel in den Schäden hängen, weil ich gerade schon Nussriegel gegessen habe und der stört mich gerade ein bisschen. Kleinen Moment. Ja, erstmal übergeben. Ja, Leute, schauen wir mal, ob es Menschen da draußen gibt, die noch unangenehmer sind als ich. Ich mag es zu bezweifeln, aber wir gucken einfach mal. Beginnen wir mit dem ersten Bild, meine Freunde. Hi, magst du mich? Was meinst du? Ich mag dich. Wieso? Weil ich einsam bin. Möchtest du meinen Körper sehen? Nein. Ja, hier tatsächlich dann der erste Nachrichtenverlauf von Jody und mir. In der grünen Farbe bin leider ich. Es hat nicht ganz so gut funktioniert am Anfang. Ich musste mehrere Nachrichten schreiben. Ich glaube, es waren an die 2600, bis ich dann das erste Mal von ihr eine Antwort bekommen habe. Aber Leute, das zeigt, wenn man Leuten lange genug auf den Nerv geht, antworten sie irgendwie. Das ist totaler Schwachsinn, macht das nicht. Geht Leuten einfach nicht auf den Sack, wenn sie nicht antworten. Dankeschön. Generell eine unangenehme Situation. Das Schöne ist halt, dass man sein Handy einfach ausmachen kann oder seine Nummer wechseln kann. Wenn das halt face-to-face passiert, ist es deutlich unangenehmer. Da kann man sich eigentlich nur noch umbringen. Mehr geht da nicht. Schauen wir mal, was hier noch so ist, meine Freunde. Oh. Ist das Avril Lavigne? Das sieht aus wie Avril Lavigne, oder? Keine Ahnung. Wie alt bist du? 16. Ah, okay, gut. Er kennt Avril Lavigne nicht. Ja, das ist ein Bild von meiner ersten Party. Ich wüsste jetzt nicht, welche die drei dieser Rollen ich bin. Ich bin irgendwie alles gewesen. Ich war der Typ, der in der Ecke steht, jemand anders küsst und auch geküsst wird. Also eigentlich stand ich alleine in der Ecke und hab so gemacht. Und das war... Oh, das war gerade kurz geil, tut mir leid. Ist das jetzt Friendzone oder ist es irgendwas... Oh, der Cringe tut weh, Leute, Moment mal. Ja. Ich hab ne Nuss im Hals. Ich hab ne Nuss im Hals stecken. Thomas! Thomas! Was macht man da? Ich hab Sonnenbrand. Ja, mal wieder einer der Momente, wo ich fast in dem Video gestorben bin. Das Problem ist, die ganzen kleinen Nussstücke zwischen meinen Zähnen lösen sich und krümeln mir dann irgendwann in den Hals, wenn ich rumschreie. Das ist krank eklig, ne? Da ist Rhabarber drin. Welcher Spasti tut Rhabarber in eine Nusstüte, Alter? So widerlich, Mann. Kommen wir zurück zu diesem wunderschönen Video, Leute. Bezeichnet auf jeden Fall, ist das jetzt Friendzone oder Next Level Ausnutzung? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ist da draußen schon die... Cringe-Polizei, unter anderem auch wegen diesem Video, aber auch wegen dem Bild. Machen wir einfach weiter. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Keine Sorge. Ich glaube nicht, dass wir die richtige Chemie zwischen uns beiden haben. Also denke ich, dass es kein weiteres Date geben wird. Es war nett, dich zu treffen und ich wünsche dir alles, alles Gute. Okay, ich denke, dass du nicht mein Typ bist. Ich denke, dass dieser Abend keinen Spaß gemacht hat. Und ich denke, dass ich 8,30 Pfund für deinen Drink bezahlt habe. Ich dachte, dass du einen dieser normalen Drinks nimmst. Ich habe für meinen Drink 1,75 Euro bezahlt. Und für deinen habe ich 8,30 Euro bezahlt. Das ist zu viel. You drank a huge bottle on first meeting and I paid this. I didn't have to pay for it. Please pay this back. I'm waiting for a refund. Thank you. Bla bla bla. Okay, literally zusammengefasst, der Typ hat sich darüber beschwert, dass er einen Drink für 2 Euro ungefähr genommen hat und sie einen Drink für 9 Euro. Da könnte man natürlich jetzt sagen, dass das dreist ist. Da würde ich ihm fast nur zustimmen. Allerdings jetzt zu sagen, nach dem Date direkt nach einem Refund zu fragen, ist vielleicht ein bisschen dreist. Aber ich meine, ja, wenn er das Geld halt nötig hat, dann sei doch bitte so nett und überweise ihm das Geld zurück. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man halt ein Date hat, dann ist es halt immer 50-50. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Das ist halt so ein bisschen das Risiko, wenn man einen Drink ausgibt. Hashtag Cap Social Night. Und dann schreibt Washington Capitals Great Face Swap. Und dann schreibt sie, haha, that's my dad and me, but thanks. Das ist unangenehm, weil die dachten halt, also Caps, ich weiß nicht, Cap Washington Captains, wahrscheinlich ein Football- oder Baseball-Team. Ich weiß es nicht, was ist das, NFL? Oder ich glaube, ja, müsste irgendwo da Rugby, ich weiß nicht, auf jeden Fall ein amerikanisches Sportsteam, keine Ahnung. Dachte scheinbar, dass die beiden Facewrap-App benutzt haben und schreiben, hey, cooles Facewrap. Und sie sagt, ja, okay, aber das sind eigentlich mein Vater und ich, weil wir sehen so aus. Das ist krank unangenehm. Die zwei sehen halt so aus, wie sie aussehen. Ich meine, wie soll das ein Facewrap sein? Das, kommt nicht... Nee, also ja, irgendwas ist off, aber irgendwie stimmt's auch. Ich bin gerade... Nächstes Bild einfach, keine Ahnung. Er hat 39 Leute in eine Gruppe hinzugefügt und hat geschrieben, wow, girl, you're so beautiful. Wow, I send it separately, bye. Okay,
Okay. Das heißt, er hat quasi 39 Mädchen versucht zu senden. Bei Instagram ist es, glaube ich, wow, girl, you're so beautiful. Das heißt, Mensch, Mädchen, du bist ja hübsch. Und dann schreibt er, wow, es hat nicht einzeln gesendet. Okay, bye. Ja, er hat quasi bei 39 Frauen gleichzeitig verkackt. Aber wer weiß, vielleicht hat sich bei diesen 39 Frauen irgendwie eine wunderschöne Freundschaft aufgebaut. Und diese 39 Frauen sind jetzt die besten Freunde geworden und machen Jagd auf diesen Typen. Oder dieser Typ hat tatsächlich allein wegen diesem coolen Move alle 39 Frauen bekommen. Oder letztendlich gar keine und, ja, krank unangenehm auf jeden Fall. Krank unangenehm, definitiv. I would like to fuck you tonight, baby. Just delete Facebook. Hey, Dad, all of my friends can see you comment on this stuff. Wow, okay, das ist unangenehm. Ihr Vater kommentiert halt unter diesem Bild. I would like to fuck you tonight, baby. Es wird auf seiner Timeline gepostet und sie schreibt unter, hey, Papa, alle meine Freunde können sehen, dass du mit dieser Frau Geschlechtsverkehr haben möchtest. Das, ja, ist halt nicht so cool. Habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht erlebt. Ich weiß auch gar nicht, warum man auf Facebook so offen über sowas redet, aber ich finde es tatsächlich auch unangenehm, wenn die Eltern auf Facebook unterwegs sind. Ich glaube, ihr könnt das irgendwo ein bisschen teilen, oder? This is a virgin. Ja, seine Mutter hat ein Bild gepostet mit dem Untertitel, das ist eine Jungfrau. Haha, danke dafür, Mom. A man's a virgin, whatever you are drinking. Clean up your thoughts. Okay. Sie meint halt den Cocktail, die Jungfrau. Also es gibt einen Cocktail, der heißt Virgin. Das ist ein Cocktail ohne Alkohol. Virgin heißt aber auch gleichzeitig Jungfrau und der Typ hat sich davon getriggert. Gefühlt, haha, thanks for that, Mom. Ja, er freut sich auf jeden Fall, hat damit indirekt zugegeben, dass er eine Jungfrau ist. Haha, haha, haha. Dafür gibt es 3 von 6 Hahaha's von mir. Eltern gehören einfach nicht auf Facebook. Punkt. Sucht euch ein eigenes Netzwerk. Dog Sanctuary. Close up with Mac. Dog Sanctuary ist quasi so eine Auffangstation für Hunde. Sie haben eine Nahaufnahme von Mac, dem Hund, gemacht. Dann schreibt jemand drunter, Mac, hey, es wäre echt cool, wenn er vielleicht dem Hund die Haare schneiden würde, sodass man seine Augen sieht. Das wäre echt schön. Und dann schreibt dieses Dog Sanctuary drunter, der Hund hat keine Augen. Ist halt ein bisschen schwarz, aber ich finde es halt trotzdem irgendwie lustig, ne? Also nicht, dass der Hund keine Augen hat, das ist wirklich schade. Aber dass die halt eiskalt einfach drunter schreiben, tut mir leid, der Hund hat keine Augen, die du sehen kannst. Spricht auf jeden Fall für diesen Dude, der tatsächlich echt nicht in der Lage ist zu erkennen, dass dieser Hund tatsächlich einfach keine Augen hat. Mac, ich hoffe, dir geht's gut. Hier hat jemand ein Bild auf Facebook gepostet und jemand schreibt drunter, that lasagna looks crisp. Und dann schreibt jemand drunter, das ist meine Tochter. Es ist halt eine Ultraschallaufnahme, ne? Also ich finde, man kann schon gut erkennen, dass das keine Lasagne ist. Ich meine, es sieht ein Stück weit aus wie Lasagne, aber es ist halt eine Ultraschallaufnahme von seiner Tochter. Oder ihrer Tochter dann in dem Fall. Aber wenn die Lasagne kross aussieht, dann kann man das sicherlich mit einem Ultraschallbild von einem nicht mal Neugeborenen verwechseln. Man kennt das doch, oder? Where was I last night? At my sister's. Okay, sie war bei ihrer Schwester letzte Nacht. Cute, who the f*** is Cousin Swole over there? Cousin Swole, also halt jemand, der gut trainiert ist, ne? The guy has huge pipes. Das sieht quasi so aus, als hätte der Typ einen riesigen Beachhand. Und sie antwortet dann darauf, das ist meine Mutter. Das heißt, ihre Mutter ist nicht gut gebaut, sondern einfach nur fett. Ja, es sieht tatsächlich aus dem Armwinkel so aus, als wäre dieser Typ extrem trainiert. Aber wenn man genau hinsieht, dann erkennt man dann doch, dass das einfach nur eine extrem fette Frau ist. Ja, da unten steht es auch awkward. Genauso fühle ich es gerade. Es ist einfach, kennt ihr das, wenn man fremd cringet? Gibt's das? So Fremdscham gibt es ja auch, Fremdcringen, ich weiß halt nicht, wenn es einem so kalt den Rücken runterläuft und man sich denkt, oh what the fuck, irgendwie ist die Situation gerade so unangenehm, obwohl ich es mir nur von der Ferne angucke, das ist, ich weiß nicht. He left his flash on. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, auf jeden Fall haben wir sie irgendwann mal getroffen mit Simon zusammen. Warte, ich guck kurz, ach keine Ahnung, folgt mir auf Instagram, da seht ihr das Bild selber. Jedenfalls diese wunderschöne Schauspielerin von Kick-Ass damals, finde ich ein extrem süßes Mädchen, die dann undercover fotografiert werden wollte und der Dude hat einfach sein Licht angelassen und sie guckt halt voll in die Kamera und das ist sehr, sehr auffällig gewesen. Das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert, als ich in der Bahn jemanden fotografieren wollte, der aussieht wie ein Kollege von mir. Und der Typ mich dann einfach gefragt hat, wieso hast du ein Foto von mir gemacht? Und ich so, nee, ich bin gerade mit der Taschenlampen-App am rumspielen. Er so, ach so, okay. Und ich so, Ja, und dann wollte ich mich umbringen. Hier sehen wir den türkischen Ministerpräsident Erdogan, der Elon Musk ein Bild von sich selber schenkt. Das ist das Unangenehmste, was man tun kann. Elon Musk sieht auch überhaupt nicht glücklich aus. Er ist so, okay, danke dafür. Das ist halt ungefähr so, als wenn man zum Geburtstag kommt und ihr schenkt demjenigen einfach ein Passbild von euch nach dem Motto, hier, guck mal. Und Erdogan sieht so krank entschlossen aus und denkt sich so, er wird dieses Bild bei sich zu Hause aufhängen und das ist gut so. Lustigerweise ist das tatsächlich ein Bild von Erdogan, wie er gerade, glaube ich, vom UN-Tribunal spricht. Alles sehr, 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 sehr lustige Zufälle hier. Elon Musk freut sich auf jeden Fall über das Bild. Das ist eine extrem unangenehme Situation. Das ganze Foto ist sau unangenehm. Hier sehen wir einen Tweet. Most embarrassing moment speaking in Vietnam to 3000 people. Thought he was a 6-year-old boy. Picked him up, he's a man. Oh, fuck. Verdammt, okay. Lady Moan, whoever Michelle Moan ist, ich weiß es nicht, hat auf jeden Fall in Vietnam einen Mann hochgenommen und hat gesagt, hey, das ist ja ein 6-jähriger Junge und dann hat sie erfahren, verdammt nochmal, der Typ ist ausgewachsen und erwachsen. Ich weiß halt nicht, wie man jemanden in dem Alter, also der sieht halt wirklich aus wie ein Kind, das tut mir leid. Das, also, sorry. Ja, aber immerhin, ich meine, er wurde auf den Arm genommen von einer Geilen. Egal. Das war unangenehm. Leute, unangenehm ist das Stichwort, ich bin jetzt raus. Schaut doch einfach noch Thomas 10 Minuten beim Schneiden zu. Stark interessant, unangenehmes Videoende, unangenehmer YouTuber.